Einen schönen Vormittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu dieser gemeinsamen Sondersitzung der Präsidialkonferenzen des Nationalrates und des Bundesrates. Es ist mittlerweile nichts Neues mehr. Üblicherweise sollte das Dachfoyer der Hofburg gefüllt sein mit vielen, vielen Menschen, die der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen genau heute vor 76 Jahren gedenken wollen. In Zeiten der Corona-Krise dürfen aber nur einige wenige anwesend sein. Ich freue mich umso mehr, dass Sie zu Hause mit dabei sind, dass Sie gemeinsam mit uns den Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus begehen. Wie schaffen wir es, dass die Erinnerung an diese furchtbare Zeit nicht verblasst, dass sie auch für nachkommende Generationen wachgehalten wird? Und wie findet Antisemitismus heute statt? Darüber werden wir in der kommenden Stunde sprechen.